Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Wir haben wieder eine Kommunikator-Geschichte da hier. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Blackbox data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. Regular. Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay. The code. I say regular, and she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Ja. Was? Okay, Baupläne, Schiffcomputer hochladen, bla bla bla. Okay, Schinkenkäse, ja, die wäre jetzt auch gut, eine Pizza, Schinkenkäse. Jo. Hochsicherheitskonsole im Quartier des Captains, da haben wir den Code dazu. Bevor die Verbindung abbrach, hat der Altera zentrale Baupläne in den Hauptcomputer der Aurora übertragen. Es gibt eine Hochsicherheitskonsole im Quartier des Captains hinter dem Krebsdock. Dort sollten die Baupläne verfügbar sein. Der Code lautet 2679. Okay. Jo. Wir sind gestärkt, geschneuzt und gestriegelt. Ich nehme noch ein Medikit mit. Bisschen was Reserve habe ich jetzt auch noch mit. Einmal was zum Essen, zweimal was zum Saufen und ein Medikit. Ich hoffe, das passt mal fürs Erste. Wir hauen hier ab. Wobei, ich sollte... Warte mal, ich sollte... was brauche ich jetzt dafür? Warte kurz, ich sollte noch was bauen. Ich wollte noch was bauen. Wo ist es denn? Da. Und zwar hier Gerätschaft. Was ist unter Gerätschaft? Na? War das hier Werkzeug? Das war's, glaube ich. Warte mal. Nicht ein Scanner, sondern dieses... das da. Computerchip und Kabelsatz. Computerchip. Tischkorallenprobe. Das würde gehen. Und was war das zweite? Kabelsatz. Das geht auf alle Fälle schon. Tischkorallen. Puh, da habe ich jetzt nichts mehr lagernd, oder? Gold. Da habe ich, glaube ich, alles weggeschmissen, ne? Natürlich. Natürlich. Tischkorallen, zwei Stück. Natürlich ist es hier auch wieder finster. Was habe ich mir erwartet? Waren die nicht irgendwo hier auf den Felsen? Warte mal. Habe ich einen Eintrag von Tischkoralle? Hier. Uiuiui, ob ich das noch anfinde? Es müsste bei Pflanzen drinnen sein. Korallen? Tischkoralle. Jede Scheibe, bla bla, Mikroorganismen, Wachstum, bla bla, Kolonie, Juwelen, ähnliche Knoten, Beurteilung, verwendbar zur Herstellung von Computerchips. Bla bla. Ja. Ja. Das hier war die Scheiben, oder? Ja, ja. Ja, ja, das wird nicht einfach. Tischkoralle. Warte, wie schau ich die jetzt ausgeschaut? Ich bin schon da. Ah, die hat kein Bild. Jo, jetzt könnte es sein, war die auf einem Titan, auf so einem Dings drauf? Das wäre nicht schön. Riesenrohr, Dingsbums. Jo. Tischkoralle, ich hab Glück. Ich hab Glück. Ich hab Glück. Einmal. Nimmst du es mit? Eins sammeln. Jawohl. Jawohl. Müsste reichen. Zwei Stück. Jetzt können wir einen Computerchip herstellen. Hup. Rettungskapsel. Genau, das wollte ich nämlich noch bauen. Dass ich vielleicht, wenn möglich, dann Sachen herstellen kann, ne? Auf dem Weg. So, also. Den Computerchip. Erweiterter Kabelsatz, neuer Bauplan. Okay. Und Konstruktionswerkzeug. Ich schaue jetzt nur kurz mal nach, ob ich es wohl nicht eh schon gebaut habe. Und das nur vergessen habe. Das wäre nämlich
Das wäre typisch ich. Ich habe nur das Reparaturwerkzeug gebaut, ne? Ja. Das heißt, ich kann das ohne Scheu kann ich das herstellen. So. Tada! Ja, genau. Okay. Den Kompass, der wäre auch nicht schlecht herzustellen, oder? Was fehlt mir jetzt dafür? Aha, da fehlt mir Computerchip und Kabelsatz mit CPU für fortschrittliche Konstruktionen. Okay, egal. Fisch, das wollte ich bauen. Jetzt sollten wir in der Lage sein, wenn wir die Rohstoffe mit haben, dass wir eben diese Basisgeschichten hier bauen können, ne? Also zu Hause. Gut. Ist jetzt schon mal hell. Na Gott sei Dank. Ich bin eh schon wieder durstig. So. Eine Batterie habe ich jetzt noch mit, ne? Also jetzt nochmal zur Aurora. Ich muss da vorne hin, bilde ich mir ein. Vielleicht kann ich von da vorne da rein. Und dann können wir vielleicht was Brauchbares für uns herausfinden. So, jetzt gibt es einmal Vollschub. Bisschen Batterie haben wir noch, ein bisschen Energie. Oi, da gibt es viel von diesen Viechern. Schnell weiter. Da wäre auch mal gut, eine brauchbare Waffe dann zu haben. So, schnell. So, mal auftauchen. Okay, da fehlt noch ein schönes Stück. So. Blanche. Ich bin gespannt, was uns jetzt innerhalb der Aurora erwartet. Und ich hoffe, es ist ein... Ach, verdammt. Das ist ein Leviathan? Ja, sicher müssten ja sein, ne? Dass man die so weit hört, ne? Aber schöne Viecher sind sie schon. Ich wollte nur mal schauen, ob sie irgendwas... Aha, das ist wieder so ein Signal. Das ist ja fürchterlich. Da kommt man ja schon mit dem Lesen nicht mehr mit. Warte, ist das jetzt so ein Eintrag? Wurde zum Bau von Basen verwendet. Achso, das ist nur das. Da muss ich wieder zurück zur Rettungskapsel. Da wird es wieder einen Eintrag für uns geben. Was haben wir da? Kalkstein. Kupfererz. Noch mehr Kalkstein. Kupfererz. Da will uns was fressen, hä? Huh? Achso, das wäre dieser Sand. Sandheu. Gut, also wir sollten hier nach Möglichkeit versuchen, diese Radioaktivität zu stoppen. Jo, ob uns das auch wirklich gelingen wird, ist fraglich. Mal hier wieder Salz, ist gut, das nehmen wir gleich mit. Radioaktives Salz, das kann jeder brauchen. Was bist du? Quarz. Schubkanonenfragment, Teil 2. Jetzt müssen wir es komplett haben. Neuer Bauplan. Tada! Nice. Schön. Oh ja, ein Sandteufel, sag ich schon. Ich bin total riesen geschädigt. Sandhai, wollte ich sagen. Sandteufel. Ich bin auch so. Wow, ich glaube, ich sollte ein Turbo reinschmeißen. Bevor noch meine Zehchen dran glauben müssen. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Versorgungskiste. Gegenstand nehmen. Medikit. Nice. Alter, das sind Geräusche, ne? Das Salz würde ich gerne wieder mitnehmen. Für Wasser und so, ne? Und ich glaube, ich hau den Turbo wieder rein. So. Sind wir jetzt dann schon bald da? Ja, da sind wieder 12.000 Leviathane. Aha, kann ich hier schon rein? Schluck? Schock, schwere Not? Ich gehe mal ein bisschen Luft holen, da vorne blitzelt was. Alter, diese Leviathane. Coole Viecher sind sie schon.
So, was haben wir denn da? Einfach nur was kaputt, oder? Ja, das ist einfach nur ein Elektrokabel. Viele Elektrokabel. Was bist denn du? Habe ich von dir schon einen Eintrag? Alter. Ich glaube, das ist nicht so gesund, da hinzugehen. Ich glaube, das ist nicht gesund. Ich sollte vielleicht mal den Feuerlöscher auch parat halten. So. Vielleicht können wir das Schiff noch, noch retten. Oh, ah ja, du warst das ja schon wieder, ne? Du bist ja dieses grausliche... Au, Mistviech. Au. Bleib weg, du Mistviech. So, ich wollte nur mal schauen, ob ich hier das Feuer löschen kann. Ob das überhaupt möglich ist. So. Ob ich da was reiße, glaube ich fast nicht, oder? Das ist vergeudete Liebesmühe, oder? Weil doch sowieso alles am Verkacken ist hier, oder? Ja, ich glaube nicht, dass das was bringt. Oder doch? Oh, doch? Ich glaube, hier geht es sowieso nicht weit. Aha, ist nur kurzfristig. Aha, okay. Ist nur kurzfristig. Was machst du da? Ich wollte hier drüber... Au, ich wollte hier drüber hüpfen. Um dem Viech hier auszuweichen. En garde. Au. Das macht auch En garde. Wo bist denn, Sauviech? Ich zerschnetzel dich. Komm her. Ich weiß auch gar nicht, wie es hier weitergehen soll. Hier durch wahrscheinlich. Kann man das hier umgehen? Muss ich das hier wegräumen? Muss ich das hier wegsprengen? Gibt es einen anderen Weg? Au, au, au. Au, 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 au. Bist du tot? Jetzt, glaube ich. Da ist noch eins. Alter, in diesen Viechern gibt es hier unendlich viel. So, habe ich jetzt Ruhe? Die Firma dankt. So. Dann scannen wir mal, ne? Wenn was zu scannen gibt. Nö. Kann man das hier nicht wegschubsen? Aha, ich weiß schon. Lass mich raten, da brauche ich dieses eine Werkzeug. Diese Schubkanone, ne? Mit dem kann ich Sachen weg. Kabelsatz und Titangeschichte. Kann ich, darf ich jetzt hier auch Kabelsätze bauen? Boah, da rumpelt's, ne? Kreislauf, Dings. Wenn ich es habe, kann ich es wahrscheinlich bauen. Ne? Na, geht nicht, da muss ich wieder zurück. Boah, ist das übel. Hitzedämmung, hohe Hitzedämmung. Gel, Sack und Rubin würde ich brauchen. Ja, das hätte ich jetzt natürlich wieder... Ne, ich bin so dumm. Da muss ich jetzt nochmal zurück, ne? Ah, Alter! Wie übel. Das war ein Schuss in den Ofen. Na schön! Blei habe ich eh noch zu Hause. Ich werde trotzdem mal versuchen, ob ich hier irgendwas scannen kann, dass jetzt dieser Weg nicht komplett umsonst war. Aber ich glaube, da werde ich mir sehr schwer tun, was zu finden. Boah, das rumpelt hier, ne? Ich habe echt das Gefühl, das stürzt jetzt in wenigen Minuten komplett ein. Jo. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, ne? Wenn man natürlich einen Wrack besuchen möchte, wäre es doch ratsam, ein Werkzeug mitzunehmen, mit dem man
Hindernisse aus dem Weg räumen kann, ne? Ne, Zocki, meinst nicht auch? So, was haben wir denn hier noch Schönes? Sandstein. Da haben wir Silbererz, das kann ich jetzt eh. WTF bist du? WTF bist du? Oh mein Gott. Oh, hi, ich muss weg. Hast du das Riesen-Oschi-Viech da drüben gesehen? Boah, das will ich scannen, aber ich habe Angst, dass ich dabei wieder drauf gehe. Das will ich nicht unbedingt. Da ist noch Salz, das will ich gerne mitnehmen. Zack. Nach Möglichkeit noch ein bisschen Erz wäre schön. Aber Salz nehme ich natürlich... Ah, Inventar ist voll. Gerne mit, geht nur gerade nicht, weil wir voll sind. Okay, ich hau mal wieder ab. Scheibenkleister, ey. Ja, ich bin ja selber schuld. Vulkan, das hier sein tut, ne? Was haben wir hier? Versorgungskiste. Wasserle. Da werde ich gleich mal was saufen. Danke. Hey, das ist praktisch. Diese Versorgungskisten sind echt cool. Ja. Da wäre Kalkstein. Das bringt mir eh nicht so viel. Wow. Luft. Passt. Also wieder zurück, ne? Mann, das wird nichts mehr mit mir. So. Ich schau jetzt mal trotzdem. Ich brauche für den Dreck Silbererz. Müsste noch was zu Hause sein. Dann brauche ich was zu essen, was zu trinken. Ist eh logisch. Thermometer brauche ich nicht unbedingt. Strahlenschutz haben wir eh. Unter uns ist wieder ein Leviathänchen. Wo ist es denn? Scan, Konstruktion, Schubkanone, Kabelsatz und Batteries. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Batterien muss ich sowieso schauen, dass ich auch auf Reserve was habe. So, und schneller. Hau den Turbo rein. Ich brauche sowieso viele Batterien, weil das Gerät muss aufgeladen werden. Eine habe ich eh noch mit, glaube ich. Und sicherheitshalber für diese Schwerkraftgeschichte wäre auch nicht schlecht, was mitzuhaben. Dann wäre es auch nicht schlecht, im Rucksack ein paar Lebensmittel zu haben. Und dann wäre es auch nicht schlecht, ein paar Medikits mitzuhaben und so weiter. Luft holen inzwischen. So, Fischi, Fischi, Fisch. Das ist nur ein Quarzi, ne? Fischi, Fischi, halt. Aha, da sind wir dann Haufen von diesen Scheißviechern. Hä? Habe ich hier was drin? Ja, aber das hilft mir gerade nichts. Das heißt, wir schwimmen weiter. Habe ich jetzt noch... Aha, das ist das mit... Das Ding ist jetzt... Ja, ist klar. Ist logisch, auf die letzten paar Meter. Aber da kann ich doch nachtanken, oder? Ebenfalls mit R? Ja. Also ich habe gar keine Batterie mehr. Na gut, dann halt nicht. Den Säurepilz wollte ich jetzt noch mitnehmen, aber die sind ja unter uns zum Glück ein Haufen. Das ist jetzt mein geringstes Problem. So, als erstes. Gleich mal abhören. Ich hoffe, ich starte nichts. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay. So. Genau. Ich möchte bauen. Und zwar. Hier. Glas? Nee. Ich will das haben. Silbererz, genau, da fehlen ja noch Sachen. So, also, normalerweise müsste ich ein Silbererzel noch haben, genau, das tausche ich jetzt mal kurz um. Dann hoffe ich, dass ich nicht mehr brauche. Also, warte, wo war das? Hier. Einmal den Kabelsatz. Tada! So, als nächstes, wo war denn das jetzt? Batterie, genau.
für die Batterie den Säurepilz. Genau, zweimal. Habe ich jetzt Platz? Nein. Niemals nicht. Ich werde schnell was essen machen, kochen. Geht auch nicht. Warum? Geht der Fisch nicht zum Essen? Hä? Ist er schon gekocht? Ah, der ist schon gekocht. Ich bin nur dumm. Nom, nom, nom. Ein Schlücklein. Jetzt haben wir Platz. Jetzt gehe ich schnell die Säurepilze holen. Zwei Stück. Dann bauen wir die Batterie. Dann bauen wir den Rest. Dann bauen wir. Und habt ihr schon erraten, wir bauen was? Ja. Warum habe ich eigentlich dieses Drum noch ausgerüstet? Das ist jetzt eh tot und leer momentan. Ja, weil ich es kann. So. Ich hoffe, ich habe noch genügend Kupfer. Rettungskapsele. So. Da. Mal schauen. Habe ich hier... Ah ja, ich habe genug Kupfer. Passt. Kupfer genügt. So. Einmal bitte eine Batterie. So. Kein Fehler machen beim Bauen. Sonst habe ich Ressourcenverlust. Und jetzt. Werkzeug hier. Den Schub, die Schubkanone. So. Passt. Jetzt wäre auch noch gut, einen Feuerlöscher nochmal zu bauen, ne? War der jetzt auch hier? Oder war der hier dabei? Titan. Das haben wir. Das ist kein Problem. Weil, wenn es im Schifflein brennt, ne? Möchte ich gern gerüstet sein. Wir haben auch exakt drei Dingsbums mit. Das passt perfekt. So. Hier war es, glaube ich, jetzt, ne? Nein. Hier, Ausrüstung, da. Einmal Feuerlöscher. So. Perfekt. Jetzt wäre es noch cool, ein paar Batterien zu bauen. Mir fehlt jetzt noch immer das Säurepilz. Den Rest hätte ich. Okay. Habe ich Platz? Ja, habe ich. Gehen wir schnell zwei Säurepilze farmen. Dann kann ich gleich mal eine Batterie wieder reintun in unsere Schub. Also, nein, ich sage wieder Schub. Also das, was halt so schnell schwimmen tut. Ne? Wie heißt das jetzt? Segleiter, genau. Meine ich ja. Und dann noch eine Batterie vielleicht mitnehmen als Reserve. Ich habe keine Ahnung, ob wir Computerchips brauchen könnten. Wäre wahrscheinlich logisch. So, eine Batterie. So. Die bauen wir auch gleich ein. So. Mit Rüttete. So. Passt. Das zudem. Wie viel Platz haben wir? Ja, wir haben jetzt zwei Feuerlöscher. Der eine ist aber bald fertig, darum habe ich mir jetzt einen zweiten gebastelt. Eine Batterie als Reserve. Unser Werkzeuggeschichtel. Medikits haben wir dabei. Jetzt fehlt nur noch Essen. Trinken haben wir ein bisschen. Was haben wir hier jetzt? Signal, bla bla, Ursprung, bla bla. Ist da was hier? Nö. Ursprungskoordinaten. Ja. Gut. Noch ein Medikit. Das werde ich aber unten, glaube ich, bunkern. Jo. Haben wir hier noch Platz? Ja, zwei Stück. Blei habe ich jetzt nur eins mit. Mit dem Zeug kann ich momentan nichts anfangen. Das werde ich jetzt hier horten. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Dann könnte ich hier noch was zum Saufen reintun. Das werden wir mal schauen. Das geht, glaube ich, nicht. Irgendwas fehlt schon wieder. Was fehlt denn hier? Na, ich frage immer blöd, aber es ist immer die Koralle. Die gehe ich noch schnell holen einmal. Da. So, zack. Das müsste reichen fürs Erste. Und dann ein bisschen was zum Essen. Also uns mal sättigen und dann... will was auf Reserve mitnehmen. So. Und gleich das Wasser dazu. Passt. So, jetzt wenn es wieder hell wird, wäre es schön. Ja, es bricht schon der Morgen an. Passt. Dass ich noch schnell ein paar Fischchen fangen kann für uns. Nach Möglichkeit. Okay, das ist nur ein Schwarm, da kann ich nichts fangen. Hier haben wir einen Bumerange-Fischi-Fisch. So, einmal. Wenn ich dich erwischen würde, wäre das auch cool. Ja, zweimal. Habe ich noch Platz?
Einer hat noch Platz. Vielleicht glubschi, 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 glubschi. Glubschi, Fisch, halt. Ah. Dann vielleicht ein Bumerang. Bumerang, Fisch, jawohl. Sehr gut, da gehen wir schnell zurück. Noch schnell was essen. Und dann wieder zurück zur Aurora. Und ich hoffe, dass ich diesmal nichts vergessen habe. Übel. Übel. So. So. Schnell kochen, schnell essen, dann nochmal ganz fix was auf Reserve mitnehmen und dann müsste es schon passen, hoffe ich mal. So. Passt. So, Schmackoschmatz. So. Und auf Reserve. So, da haben wir. Halt! Halt! Ein Lochfisch. Neue Lebensform entdeckt. Habe ich den noch gar nicht gescannt? Wie kann ich das nur verabsäumen? Ein Glubschi und einen Platz hätte ich noch. Nimm mal dich mit. Komm, 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 komm. Nein! Verdammt! Aber jetzt, jetzt. Jawohl. Die brate ich jetzt noch schnell und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ein Medikit werde ich auch gleich verbrauchen. So, das haben wir wieder gesund, gesund. So, dann hoffe ich mal, dass ich es diesmal sauberer hinkriege. Herrschaftszeiten gibt es ja nicht. So, also Brati-Brat. Einmal. Nochmal. Und ein weiteres Mal. So, genau hier. Gebökelter. Hält sich lange. Ja. Ah ja, stimmt. Da war das Essen bestimmt verdorben. Und deshalb habe ich nichts. Konnte ich es nicht verwenden, ne? So. Okay. Der ist noch nicht fertig. Ist egal. Macht überhaupt nichts. Unser Inventar. Jo. Das hätte ich gerne hier behalten. Aber wir sind hier selber voll wie ein Christbaum. Also, Pech gehabt. Obwohl, ich wollte noch eine Batterie basteln. Fällt mir gerade ein, ne? Da brauchen wir jetzt wieder Kupfer, Kupfer. Dann werde ich hier ganz kurz ein bisschen Salz ablagern. Für den Fall, dass ich wieder verrecke. Dass ich mich selber hier versorgen kann. Dann brauche ich... Nee, jetzt habe ich wieder keinen Platz. Warte, ich kann noch was weglegen. Dann lege ich das hier noch weg. Jetzt kann ich nochmal die Pilze holen und nochmal eine Batterie. Genau, ich wollte nämlich eine auf Reserve mitnehmen und hoffe, dass wir damit gut durchkommen. Falls ich Batterie oder so, Batterie, falls ich Taschenlampe brauche und die ausgeht. So in der Richtung habe ich gedacht. Jo. Also noch schnell bauen, bauen und dann hauen wir wieder ab, ab. So, also, warte, Batterie, hier bitte. Sehr gut. Was haben wir da oben? Kupferdraht brauche ich nicht. Energiezelle mit hoher Kapazität. Ah, ich habe schon eine Batterie. Silikongummi. Wäre besser, ne? So eine Energiezelle. Egal. Ist wurscht. Ist egal. So. Wir haben zwei Batterien. Die hätte ich schon gebaut gehabt. Eine passt. Haben wir noch mehr als Reserve. Zu essen, zu trinken haben wir genug. Passt. Hauen wir jetzt endlich ab. Jetzt muss es doch funktionieren. Das kann es doch nicht geben. So. Gleich ein Turbo wieder rein und gehen wir Vollgas. Das muss doch möglich sein, dass ich das jetzt mal hinkriege hier. So. Diese Viecher da müssten wir auch wieder mal ausrotten. Ich bräuchte mal eine bessere Waffe, das wäre auch cool. Ja, ja. Bleib du schon hinter mir. So. Also schwimm, schwimm, schwimm. So. Gleich müssten wir da sein, ein paar Minütchen noch. Das geht sich aus bis zum Partende und im nächsten Part schauen wir mal, dass wir hier das Raumschiffchen hier wenigstens mal, ich sag mal, zu 30% erkunden können. Das wäre schön. Optimal wäre alles, aber ich glaube, so viel Glück habe ich nicht. So. Lalalala. Dann möchte ich auch noch irgendwann mal, falls möglich, nochmal diesen einen Raum da besuchen.
er da in der Erde war. Das dürfte vielleicht sogar die Kapitänskajüte gewesen sein. Mal schauen, ob die noch da oben drinnen ist, im großen Raumschiff, oder ob die da unten jetzt in dem Meer ist, also im, auf dem Meeresgrund, also auf dem Boden, da unten, da hinten irgendwo. Oder war das hier? Ihr wisst schon, ne? So ein Dings da halt. Dass wir das dann nochmal erkunden, weil da waren wir definitiv noch nicht fertig. Jo. Also, wir haben viel vor. Lalalala, da wäre wieder Salz. Nehme ich gleich mit. Au! Das war jetzt unhöflich. Aha, die Boxen bleiben gelootet. Okay. Das ist nicht so, dass es hier irgendwie ein Heinzelmännchen gibt, das welches uns die Boxen wieder vollfüllt, scheinbar. Okay. Gelootet ist gelootet. Na, fein. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder gegen diese Mistviecher kämpfen. Nehme ich mal stark an. Werden wir schon schaffen. Wird schon werden. Na gut, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder bei der Aurora. Es wackelt und scheppert hier durch die Gegend, wie wir es gewohnt sind vom letzten Mal, als wir hier waren. Und ich zücke gleich mal mein Messerchen, weil ich fürchte, diese kleinen Krüppelviecher werden uns wieder angehen. Die werden sicher wieder respawned sein. Ich glaube, da rennt schon eines. Ja, leider. Das heißt, die müssen wir wieder versuchen auszumerzen. Komm da her. Komm her, du Mistviech. Zack, zack, zack. So. Nur eines? Das wäre schön. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier und im nächsten hoffe ich mal, dass wir hier weiterkommen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.